Hallo ihr Lieben, ich habe heute ein neues Serienvideo für euch und zwar ein neues Serienbattle. Das heißt, hier sind ganz, ganz viele Zettel drin mit Serienbösewichten heute, denn wir ermitteln den ultimativen Bösewicht aus allen Serien, beziehungsweise aus den Serien, die ich zumindest gesehen habe. Danke auf jeden Fall an euch, dass ihr mir so viele tolle Bösewichte geschickt habt. Wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, solltet ihr das schleunigst ändern. Denn da könnt ihr euch ganz oft bei meinen Videos einbringen, so wie auch bei diesem Mal. Und ich konnte natürlich jetzt nicht alle Bösewichte mit reinnehmen. Liegt auch daran, dass ich manche Serien nicht gesehen habe. Zum Beispiel Once Upon a Time oder sowas habe ich leider nicht gesehen. Shame on me. Außerdem konnte ich auch manche nicht mit reinnehmen, weil das sonst Spoiler gewesen wären. Und ich will jetzt eigentlich niemanden krassen spoilern in diesem Video. Deshalb habe ich das dann so gemacht, dass es zumindest Leute sind, bei denen man vielleicht nicht direkt gespoilert wird. Und jetzt werde ich immer zwei Stück ziehen, gegeneinander antreten lassen und schauen, wer in einem ultimativen Kampf, wie auch immer, gewinnen würde. Und dann gucken wir mal, wer am Ende übrig bleibt. Als erstes haben wir Ramsay Bolton aus Game of Thrones. Okay, okay. Und, wow, okay, auch Game of Thrones, und zwar Kleinfinger. Und da würde ich ganz klar sagen, dass Ramsay gewinnt. Kleinfinger ist auch böse, aber Ramsay ist halt nochmal eine Schippe härter. Psycho Derek aus One Tree Hill. Und wir haben Gossip Girl. Okay, okay, okay. Was Gewalt betrifft, ist Psycho Derek ganz weit vorne. Aber Gossip Girl ist halt, ja, im Internet sehr stark vertreten und hetzt die Leute halt im Internet gegeneinander auf. Aber ich glaube, ich würde sagen, der größere Bösewicht an sich ist, glaube ich, schon Psycho Derek. Das ist schon eine Nummer, oder? Also dem will man nachts nicht begegnen. Moriarty von Sherlock und der Nogizune. Holy shit. Beziehungsweise, also, viele haben ja auch noch jemanden geschrieben von Teen Wolf, der mit dem Nogizune zu tun hat, aber ich will niemanden spoilern. Deshalb konnte ich diese Person nicht aufschreiben, aber ihr wisst, glaube ich, also diejenigen, die es gesehen haben, wissen es. Verknüpft einfach diese Person mit dem Nogizune und dann haben wir diesen Zettel. Ich glaube aber, dass hier tatsächlich Moriarty gewinnt. Ich glaube, der ist fieser und böser. Also der Nogizune ist natürlich auch eine krasse Nummer, aber Moriarty ist halt schon, also Moriarty ist halt Moriarty, ne? Also wenn ihr Sherlock nicht gesehen habt, dann tut das. Deshalb würde ich mich auf jeden Fall in dieser Runde für Moriarty entscheiden. Wir haben A von Pretty Little Liars und Gerard von Teen Wolf. Okay, aber ich glaube, ich würde mich für A entscheiden. Also man muss halt sagen, ne, es gibt ja, wir wissen ja, dass es mehrere A's gibt. Ich hätte jetzt mal gesagt, das letzte A, das über A oder wie es damals bezeichnet worden ist, ich weiß gar nicht mehr, aber ne, diese Person, die es ganz am Ende ist, die jetzt schon drauf. Die hat, ja, doch, da sind, doch, da sind Köpfe gerollt, ne? Bei Gerard, der ist natürlich auch heftig, aber ich glaube trotzdem, dass A nochmal, also, oder? Oder was meint ihr? Schreibt mir auf jeden Fall auch in die Kommentare, wie ihr euch jeweils entschieden hättet. Aber ich glaube, ich entscheide mich für A. Der Nachtkönig von Game of Thrones. Wow, schon wieder Game of Thrones und Joffrey. Dadurch, dass Joffrey eigentlich ist ein Würstchen, wenn man mal ehrlich ist. Der ist halt so stark, weil er halt so krasse Leute hinter sich hat, aber wäre er allein in einem Raum mit dem Nachtkönig, würde der Nachtkönig ihn einfach zerbersten, okay? Deswegen der Nachtkönig. Klaus von The Vampire Diaries, oh, ich liebe ihn, und Hiram Lodge aus Riverdale. Klaus, definitiv. Hiram ist böse, aber er kann es definitiv nicht mit einem Vampir auf, beziehungsweise mit einem, ist das ein Spoiler, wenn ich jetzt, ihr wisst, was Klaus ist, okay, diejenigen, die es gesehen haben. Mit so jemandem kann das nicht aufnehmen, okay? Ist einfach so. Kai aus The Vampire Diaries. Oh, ich liebe Kai. Also er ist natürlich böse. Ich darf ihn nicht lieben, aber er ist hot, okay? Valentine von Shadowhunters. Ha, das ist natürlich jetzt eine Sache. Das ist ganz schön schwer, finde ich. Das, was Kai gemacht hat. Wobei Valentine ist auch nicht viel besser, wenn man ehrlich ist. Wow, okay, das ist super schwer. Ich glaube, die geben sich nicht viel. Ich bin mal gespannt, wie ihr euch so entscheidet. Ich glaube, noch krasser ist, glaube ich, also vielleicht nur mit so einem ganz kleinen Funken, vielleicht Kai, oder? Oder Valentine? Ich glaube aber, ich nehme Kai, weil er noch den Bonus hat, dass er ungefähr ziemlich hot ist. Da bin ich leider ein bisschen beeinflussbar, wenn ich ehrlich bin. Catherine aus Vampire Diaries und Joe aus You. Also ich finde halt, Joe ist halt schon eine heftige Nummer. Und Catherine, die ist auch heftig, aber bei der steckt halt noch ganz schön viel dahinter, ne? Bei Joe, ja, auch, aber Joe macht das halt alles so richtig abgebrüht, ne? Ich bin, ja, doch, Joe gewinnt, ja. Ich glaube, Joe ist einfach nochmal, auch wenn er kein Vampir ist oder so, aber trotzdem ist er einfach super heftig. Bryce aus 13 Reasons Why und Dan Scott aus One Tree Hill.
Oh, Jesus Christ. Ich muss sagen, ich hasse Bryce so sehr. Und Dan Scott mag ich eigentlich schon ganz gerne, auch wenn er böse ist, ne? Also man muss sagen, Dan Scott ist, finde ich, kein wirklicher Bösewicht. Ihr habt ihn so oft genannt, aber ich finde ihn, er ist nicht, okay, er ist schon ein Bösewicht. Aber nicht so krass. Bryce aber finde ich jetzt auch nicht, also ja, okay, doch. Also, ja gut, doch. Ich glaube, ich nehme, ja doch, ich nehme Dan Scott. Okay, das war die erste Runde. Ich nehme jetzt alle, ups, und werf sie wieder hier in mein in dieses Ding. Und wir ziehen und starten die nächste Runde. Der Nachtkönig aus Game of Thrones und Joe aus You. Der Nachtkönig. Der Nachtkönig. Der flex ihn weg. Definitiv. Kai aus The Vampire Diaries und Moriarty. Ich glaube, da gewinnt Moriarty, oder? Was meint ihr? Also Moriarty ist halt schon eine heftige Nummer, ne? Ich glaube, ich entscheide mich für Moriarty, auch wenn ich Kai halt so hot finde. Aber egal, ich nehme Moriarty. A aus Pretty Little Liars und Ramsay Bolton. Ramsay Bolton, oh. Ja, Ramsay Bolton, okay. Okay, wir haben drei Zettel, das heißt, irgendeiner wird in die nächste Runde automatisch einziehen und das ist diese Person. Ich weiß nicht, was da drauf steht. Die hat eine Wildcard, weil ich kann mich nur zwischen zwei entscheiden. Wir haben Psycho Derek und Dan Scott. Psycho Derek ist krasser. Oh, beide aus One Tree Hill übrigens. Aber ich finde, Psycho Derek ist krasser. Boah. Oh. Alleine, wenn ich schon an diese Episode denke, ja, an diese Episoden, krieg Gänsehaut und Albträume. Und deswegen, adios, Dan Scott. Ich mag dich sehr gerne, aber das war's heute. Psycho Derek zieht in die nächste Runde ein. Genau wie diese drei, vier, keine Ahnung, Kandidaten hier. Dann geht's schon in die nächste Runde. Moriarty und der Nachtkönig. Also ich glaube jetzt hier in diesem Szenario ist es der Nachtkönig. Auch wenn ich zwiegespalten bin, weil der kann es nicht, am Ende wird es der nicht, glaube ich. Das kann es nicht sein. Ich habe übrigens gar keine Ahnung, wer es am Ende werden könnte. Ne? Ich habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht. Ich glaube fast der Nachtkönig. Der ist schon eine harte Nuss, die man knacken muss. Oder? Sagt man das so? Naja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich entscheide mich für den Nachtkönig. Dann haben wir Klaus aus Vampire Diaries. Und Ramsay Bolton. Ich glaube, ich entscheide mich tatsächlich für Klaus. Ja, ich glaube, ich nehme Klaus. Weil Ramsay ist natürlich auch heftig. Aber Klaus ist mächtiger, finde ich. Klaus hat faustdicke in den Ohren, würde ich mal sagen. Und jetzt haben wir noch einen, aber der kommt automatisch ins Finale. Beziehungsweise wir haben jetzt eigentlich schon das Finale, weil, nee, haben wir nicht. Wir haben jetzt drei Zettel. Ich ziehe jetzt nochmal zwei. Ich nehme jetzt diese Person und dann irgendeinen von diesen Zetteln. Und dann schauen wir, wer dabei rauskommt. Und dann haben wir das Finale, Leute. Also wir haben hier Psycho Derek und den Nachtkönig. Was für eine Kombination. Ich glaube, der größere Bösewicht ist der Nachtkönig, okay? Der Psycho Derek hier ist auf Platz 3, ja? Und jetzt ist das große Finale. Der Nachtkönig versus Klaus von Vampire Diaries. Wer hätte es gedacht, dass Klaus ins Finale kommt? Ich hätte nicht damit gerechnet. Wirklich nicht. Ich dachte, ach ja, der kommt eine Runde weiter oder so. Aber dass er jetzt so weit gekommen ist, das hätte ich nicht gedacht. Und jetzt bin ich an dem Punkt, ich habe echt keine Ahnung, okay? Ich weiß es nicht. Es ist echt schwer. Auch wenn man meinen möchte, der Nachtkönig ist richtig, richtig krass. Aber Klaus ist halt einfach ein Urvampir, wisst ihr? Und er ist halt einfach so heftig. Ich glaube, es wird Klaus. Ich glaube, der krasseste Villain ist einfach Klaus. Hätte ich gar nicht gedacht. Also, keine Ahnung. Wie hättet ihr euch entschieden? Also, ich entscheide mich jetzt für Klaus, ne? Aber schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare, wie ihr euch entschieden hättet. Vielleicht habe ich auch irgendwo einen Fehler gemacht und irgendjemanden Unrecht getan, der ins Finale gehört hätte. Keine Ahnung, aber krass. Jetzt haben wir den ultimativen Bösewicht von allen Serien, die zumindest ich gesehen habe. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, wer es bei euch wurde. Und abonniert diesen Kanal sehr, sehr gerne für regelmäßige Videos zu Serien und zu Büchern. Es kommt nämlich jeden Sonntag ein neues Video von mir. Folgt mir auch gerne auf Instagram, da bin ich sehr aktiv. Und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was für Battles ihr noch so sehen wollt. Und dann würde ich sagen, ich wünsche noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!